Altså, det Tyson Fourier, der kan vildere, og som mig, hvis det Tyson Fourier, klart det bedste bokser kan se. Er det så 2,6 meter gross, hvad stærk gross er. Og er det effektivt de længere i rækkevidde kan. Og det inzwischen også bedre trænet kan se. Og så er det egentlig ganske klart kan se, at det Tyson Fourier gegen Wilder gewonnen hat. Weil der Grössenunterschied ist schon ziemlich gross gewesen. Und der Wilder hat einfach müssen einstecken und hat verloren. Durch ein technisches Call. Aber es gibt ja sicher ein paar wieder eine Revanche. Und nachher werden wir sehen, ob der Wilder inzwischen wieder besser trainiert hat und gegen Tyson Fourier etwas ausrichten kann. Ich bin ja gespannt, ob der Tyson Fourier den Weltmeistertitel